Vielleicht kennst du den Ausspruch, wir planen und die Götter lachen. Ich muss da selber auch häufig drüber lachen, in letzter Zeit, weil mir ganz oft begegnet, dass meine Planung wirklich so völlig in die Hose gehen, dass sich das anders kreiert. Und ich habe früher megamäßig drum gefeitet, dass ich ja in meinem Plan geblieben bin. Das war sozusagen ein Pakt, den ich in mir hatte. Also für mich war das so eine Aussage von Verlässlichkeit, ne? Dass wenn ich was so geplant habe in meinem Kopf, dass ich dieses Bild schon gegangen bin, wie das alles sich von Schritt zu Schritt kreieren muss, dann wollte ich es auch so durchziehen, sonst hatte ich das Gefühl, dass ich irgendwie ohnmächtig daneben stehe und da irgendwelcher Scheiß passiert, den ich eigentlich nicht will. Und jetzt, also gerade in den letzten Wochen war das wirklich so markant, was mir da geschehen ist. Und da mache ich jetzt gerade mit dir drüber reden, weil ich glaube, dass wir uns da ziemlich häufig selber im Weg stehen, was wirklich ein leichtes, beflügeltes Leben angeht. Und nehme dich jetzt gleich mit nach einem kurzen Intro. Mein Name ist Stefan Heiner Müller, Praxis für integrale Gesundheit. Bis gleich. Also ich hatte es im Intro gerade schon erwähnt, also ich habe ganz viel geplant. Ich war also so ein Fan von das durchzustylen. Das ist auch so eine Gabe, die ich da habe, das wirklich so Schlag auf Schlag, Minute durchzuperfektionieren. Und gerade auch mein klassischer Praxisalltag, den ich ja noch bis vor einem halben, dreiviertel Jahr hatte, war das ja so, dass ich meinen gesamten Alltag wirklich Minute für Minute durchstrukturiert habe. Da kommt der Patient, dann kommt der Patient und da war exakt im Stundentakt dann der ganze Tag durchgeplant. Und ich konnte eigentlich heute schon sagen, wie mein 1. Januar 2024 aussehen wird, oder nehmen wir mal den Arbeitsjanuar, wenn man dann sagt, hey, ich weiß mal, welcher Patient kommt, wie die eingetragen sind, was ich dann zu machen habe und wo die Reise hingeht. Und das fand ich irgendwie total oll und habe dann auch gemerkt, das ist falsch, was ich da mache. Es fühlt sich immer steifer an, immer fester. Ich bin auch immer fester geworden, habe gemerkt, es braucht jetzt irgendwie eine Veränderung. Und als ich so diesen Initialstoß gegeben habe, das loszulassen, merke ich jetzt auf einmal, dass in meinem Leben ganz viele Situationen kommen, die mir immer wieder zeigen, so wow, wenn ich mich darauf einlasse, was gerade entsteht, dann ist das irgendwie viel, viel stimmiger. Und eine Situation, wo mir das wirklich brutal bewusst geworden ist, war vorgestern mit einem Freund. Ich habe gerade alles so in so ein Lager eingelagert, was ich da von meiner Praxis hatte. Und ich musste dieses Lager beräumen. Und da war auch so ein Metallschrank drin, der echt schweineschwer war. Also das zu zweit kaum zu schaffen. Wir haben das Ding jedenfalls erstmal motiviert da auf so einen Wagen geladen und sind da bis zur Treppe gekommen. Und von dort an Treppe mussten wir es dann aber tragen. Und wir sind so auf halber Treppe und ich hatte meinen Kopf schon fest, oh, jetzt endlich dieses Eisenschwein hier rausbekommen, in den Transporter rein und dann lässt er sich gut handeln. Und wir sind auf halber Treppe und auf einmal sagt mein Freund zu mir, du, meine Schulter steigt gerade aus, ich kann nicht mehr. Ich krieg das Ding nicht mehr getragen. Also Arne, in dem Moment auch danke, dass du so ehrlich warst, das zu sagen. Und ich dachte erstmal, wer spinnt der jetzt? Also das war so wirklich der erste Gedanke, der kam, völlig unverhohlen. Erstmal, was soll denn das für eine Nummer? Wir stehen mitten auf der Treppe, wollen wir das Ding jetzt hier stehen lassen? Und ich hatte in meinem Kopf also fest, mir taten auch die Schultern, Nacken, alles weh. Ich dachte, wir wuchten das Ding jetzt irgendwie um jeden Preis erst hier runter und dann noch wieder in den zur neuen Aufstellung. Dann muss er wieder im Treppenhaus eine Etage hoch und ums Geländer gefehlt. Und hatte eigentlich noch keinen richtigen Plan, wie wir es machen sollen, aber das war so, das muss heute passieren. Und ich selber hätte das wahrscheinlich irgendwie so durchgezogen, wäre da über mich drüber weggegangen. Aber dank Arne war das so, dass er gesagt hat, nee, geht nicht. Die Schulter macht nicht mehr mit, ich kann nicht mehr. Und dann dachte ich, okay, ich kann es jetzt erstmal nur so nehmen, wie es ist. Ich muss jetzt hier, ich kann es hier rumschreien, ich kann mich beschweren, ich kann hier mich aufregen drüber, ich kann empört sein, ich kann das irgendwie total komisch finden, dass jemand dort so konsequent sagt, nee, mache ich nicht weiter. Bringt mir aber alles nichts, bringt uns auch nichts und entzweit uns ja mehr von der Situation. Und ich war total dankbar, dass wir das gemeinsam erleben durften, weil wir ganz viel Freude und Spaß auch schon hatten in den vorangegangenen Tagen, die sich auch schon ganz leicht so kreiert haben. Und dann da habe ich angefangen, ja, mal so die Option durchzugehen. Was gibt's denn jetzt als Alternative? Was soll denn jetzt noch passieren? Und dann kam mir auf der Treppe die Idee, ich rufe jetzt einfach mal den und den ein. Der war eigentlich erst für den nächsten Morgen geplant, den Christoph, Herr Christopher. Und dann dachte ich, jetzt rufe ich mal an, ob der heute vielleicht schon Zeit hat. Ob das heute vielleicht schon geht. Habe ich ihn angerufen und da hat echt spontan Zeit und dachte, okay, cool, wie wäre es, wenn ich dich jetzt abhole und wir zu dritt einfach dieses Ding transportieren. Das war noch so die simple Geschichte. Da dachte ich, bis jetzt ist alles noch, ja,
läuft halt so durch. Ne? Wir fahren jedenfalls dann diesen Christopher abholen, haben es irgendwie die Treppe noch runter geschafft dann in den Transporter rein, haben den Christopher abgeholt und ich hatte die Spedition bestellt auch für den Tag, die direkt an die andere Location noch Ware liefern sollte. Und das Witzige, wir kommen an und genau in dieser Sekunde kommt der Speditionstransporteur an und bringt die neuen Sachen. Also hätten wir schon dort gestanden, hätte der nicht hinfahren können, dann hätten wir praktisch die Dinge nicht ausladen können oder wir wären gerade mitten im Kampf gewesen. Das war dann also so ein perfektes Timing, dass ich schon dachte, wow, das ist jetzt eigentlich unmöglich, dass das so gut funktioniert. Also wir haben uns zu dritt angeguckt und dachten, das passt aber echt auf die, nicht nur Minute, sondern Sekunde. Der nächste Schritt war, dass wir dann diesen schweren Eisenkübel niemals zu zweit dort rumgekriegt hätten. Wir haben das dann zu dritt machen können und das war grenzwertig. So dass mir dann klar war, also es hat irgendwie jetzt diese dritte Person noch heute gebraucht. Und warum sollte die jetzt ins Leben kommen? Das muss ich eigentlich noch einen Schritt zurückgehen. Der Christopher war eigentlich noch gar nicht geplant. Das ist mir dann erst bewusst geworden, wie verrückt die Nummer eigentlich noch wird. Ich dachte, Mensch, zu dem Christopher hat es jetzt ganz, ganz lange Zeit keinen Kontakt. Wie ist denn der jetzt eigentlich in dein Leben gekommen, dass der für diesen Umzug, für diesen Schrank zur Verfügung steht? Und dann erst ging mir eigentlich die ganze Geschichte auf und dachte, stopp mal, ich kenne ihn als Klienten noch von vor über einem Jahr, dass er mal bei mir war. Und dann hat jetzt seine Partnerin angefragt bei mir, ob ich zu einer Reise mitfahren möchte, die der Christopher machen wollte, an dem Wochenende jetzt vor meinem Umzug. Und da dachte ich schon, oh ja, da würde ich gerne mitfahren. Das hat dann aber nicht gepasst. Also wir haben es schon ausgemacht, ja, wir fahren zusammen. Und dann hieß es aber, nee, die Tickets sind alle. Und da dachte ich schon, ist ja witzig. Also irgendwie kriegen wir jetzt den Kontakt zueinander. Aber das mündet nicht in dem Erfolg, dass wir jetzt gemeinsam diese Veranstaltung besuchen können aus mangelnden Ticketslage, sondern irgendwie taucht der Flop der erstmal nur in dein Bewusstsein auf. Und dann war mir klar, alles klar, das war eigentlich nur, um ihn jetzt wieder in dein Bewusstsein zu bringen für diese Aktion. Und jetzt geht's noch weiter. Wir haben also dieses Eisenschwein dann hochtransportiert in die Wohnung abgestellt. Und am nächsten Tag hatten wir uns ja vereinbart, dass wir eigentlich diese ganzen schweren Dinge transportieren wollen, die ich praktisch nur künstlich vorgezogen hatte, weil irgendwie die Rahmenbedingungen schon passten und ich das irgendwie weghaben wollte. Also irgend so ein Bauchgefühl kam, nee, lass uns heute schon mal diese schweren Dinge mitnehmen. Lass uns das nicht auf morgen verschieben. Und an dem kommenden Morgen sozusagen, wo ich eigentlich geplant habe, die schweren Sachen zu transportieren, ruft der Christoph jetzt an und sagt, du, meine Frau muss gerade zum Termin und ich komme mit Kind zum Umzug oder unser Kind wird mit nachkommen. Und da dachte ich, ist ja abgefahren. Das hätte bedeutet, wir hätten an dem Tag gar nicht diese schweren Sachen tragen können, weil das auch mit dem Kind nicht machbar gewesen wäre, weil also Support gefragt war. Also ein paar leichte Sachen und mal kurz mit unterstützen, aber alles andere wäre totaler Krampf gewesen. Und dann ist mir eigentlich erst im Resümee dann dieser letzten 5 Tage aufgefallen, wie perfekt sich das alles so orchestriert hat. Also ich finde dieses Wort so schön. Ja? Also das Universum oder Gott oder was auch immer eine höhere Macht orchestriert bestimmte Dinge für uns, dass sie entstehen. Und unser Verstand nimmt sich natürlich immer total gern raus, ach, deswegen muss das jetzt so sein. Und jetzt plane ich das da drüber und topft sozusagen seine eigene Lösung immer noch mit drauf, wie so ein Kaugummi, den man da drüber klebt. Aber eigentlich, wenn du in dieser Uressenz drunter bleibst, ohne viel zu denken, sondern eher aus deinem Gespür, aus deiner Intuition heraus zu handeln, dann passieren da Dinge, die häufig viel, viel leichter sind. Und das fällt mir gerade als Mann ganz oft schwer, weil ich bin groß geworden mit so einem Bild davon, dass ich als Mann wissen muss, wo es lang geht und dann bam, bam, bam und eben diese Planung machen. Und je exakter ich das plane, desto besser. Aber ich merke, dass diese Planung, die ist schon nicht unwichtig, die ist, das ist cool, erstmal zu wissen, was will ich prinzipiell. Aber dann in diesem großen Rahmen, ich vergleiche das gerne mit dem Surfen. Wenn ich surfe, da habe ich dort prinzipiell eine große Wetterlage an dem Tag. Ich weiß also, wohin der Wind geht. Und ich merke, das ist so der Wind, die Strömung, das ist so der Fluss des Lebens. Und ich kann jetzt selber eine Vorstellung haben, wo ich hin möchte. Aber wenn das immer diametral zu dieser Großwetterlage ist, dann bin ich einfach nur am Ende. Dann bin ich völlig gaga und fertig und habe keinen Spaß gehabt. Also ich kann letzten Endes nur mit der Welle reiten, nicht gegen die Welle. Und das ist wirklich eine Sache, die mir beim Surfen bewusst geworden ist. Ich gemerkt habe, wow, wenn ich selber schon weiß, was will ich machen? Ich will heute surfen, ich will diese Freude haben und ich will tendenziell in diesem Gebiet mich betätigen. Dann ist das ein schöner Plan. Und ich muss natürlich erstmal die Entscheidung treffen, ich gehe heute wirklich zum Surfen und ich gehe da raus. Aber wenn ich dann draußen bin, mich also in die Welle des Lebens geworfen habe,
dann ist es auch total sinnvoll zuzuhören, zu erspüren, wo will mich diese Welle gerade haben und wie kann ich dort gerade gut in der Strömung des Lebens bleiben. Und ich merke, dass sich da wirklich fantastische Dinge kreieren, wo ich jedes Mal wieder erstaunt bin. Also mir fallen noch hunderte Beispiele jetzt rückwirkend ein, die mir damals gar nicht so klar waren, aber wo so Mini-Details Entscheidungen dazu geführt haben, dass sich eben diese ganze Sache so stimmig um uns herum orchestriert. Also wie in so einem Orchester, wo jedes einzelne Instrument zum richtigen Zeitpunkt schwingt. Ja, also wie der, die Spedition, wie der Christopher, der ins Leben kommt, wie seine Frau schon, die aus einer völlig anderen Motivation noch anruft, dort den Kontakt aufnimmt, dass ich merke, wow, wenn ich bereit bin, mich darauf einzulassen. Und dazu gehört vor allem Hingabe. Also im Sinne von, ich gebe das hin. Ich gebe eine Planung, die ich eigentlich in mir gemacht habe, gebe ich hin, gebe ich auf, genau wie Lebensaufgabe. Ich muss meine strikte Vorstellung aufgeben, um mich an diesen großen Fluss anzudocken und damit auch davon partizipieren zu können. Das hat nichts damit zu tun, dass ich in der Herde irgendwie Sturm mitrenne, sondern ich darf selber erstmal wissen, was ist so die Grundbestrebung. Und ich glaube, das ist das Schwierige dran zu merken, was ist noch mein Grundinteresse, also meine Hauptrichtung, die ich gehen will, und ab wo darf ich weich werden und mich mit der Strömung mittragen lassen. Das ist für mich immer so die Hauptherausforderung. Zu sagen, was ist jetzt gerade was? Aber das Gespür wird besser, je mehr wir uns darauf einlassen und auch je mehr wir Revue passieren lassen und sagen, hey, wo habe ich denn viel gekämpft? War das wirklich besser für mich? Wo habe ich einen Widerstand erzeugt? Und vor allem wieder, wo bin ich auf Trennung gegangen? Das ist ja immer das ganz Markante, wo wir spüren, da ist irgendwas faul. Und was war eher das Vereinende? Die verbindende Komponente, also auch auf der Treppe da mit Arne, als er gesagt hat, boah, mein Arm kann nicht mehr, trenne ich mich dort ab und sage, ey, du bist eine schlappe Pfeife, die jetzt hier nicht mehr mit durchzieht und komm, reiß dich zusammen und bla, diese ganzen dämlichen Sprüche. Oder versuche ich gerade in den gemeinsamen Konsens zu gehen, eine Verbindung zu schaffen und sagen, was ist denn gerade das Vereinte, was würde jetzt alles zusammenbringen? Hey, da ist noch eine dritte Kraft da, die laden wir uns jetzt ein und dann wird da was Großes, Ganzes draus. Und ich hoffe, es hat getaugt, um dich so zu inspirieren, dir Mut zu machen, wirklich lustvoll mal in diese Hingabe zu gehen und vielleicht als Überprüfungsinstrument immer zu nutzen, trennt sich da gerade was in meinem Kopf? Löse ich irgendwas ab? Distanziere ich mich von irgendwas? Oder ist es eher was, was Verbindung macht? Und ich verspreche dir, dass alles, was Verbindung macht, was ist, was dich wirklich tragen wird, was dein Leben trägt, was dich auf die richtige Welle des Lebens bringt oder dich darauf belässt. Ich hoffe ganz sehr, dass du es schon fühlst, dass du da bist, also dich diese Welle weiter surfen lässt und eher der Welle noch mehr Momentum gibt. Und damit eine fantastische Woche für dich und schön, dass du wieder dabei warst. Ciao. Das war eine Folge aus dem Podcast für eine moderne und integrale Gesundheit. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung. Gerne kannst du auch den Kanal abonnieren, um zukünftig alle wichtigen Beiträge für deine Gesundheit zu erhalten. Danke, es ist schön, dass du dabei bist.